Wie findet ihr diesen Trainer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Panathinaikos feiert Telemachuk Jugendlimp 4-1 gegen PAOK. Im Dezember 2023 übernahm Fatih Terim überraschend das Traineramt bei Panathinaikos, einem der traditionsreichsten Vereine Griechenlands. Die jüngsten schlechten Ergebnisse haben jedoch dazu geführt, dass Terim in die Kritik geraten ist. Zuletzt verlor Panathinaikos auswärts gegen PAOK mit 1-4, eine Niederlage, die das Fass zum Überlaufen brachte. Nun hat sich Terim zu den Vorkommnissen geäußert. Hier die Details. In der griechischen Super League musste Panathinaikos und Vertrainer Fatih Terim einen herben Rückschlag hinnehmen. Das Team verlor auswärts gegen PAOK, das von Rashvan Lucescu trainiert wird, mit 1-4 und beendete damit alle Hoffnung auf die Meisterschaft. In einem intensiven Spiel im Tumbas Stadion erzielte PAOK die Tore durch Tyson, Andrija Zivkovic, Adelinho Vieira und erneut Zivkovic. Panathinaikos gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Alexander Jeremejev in der 78. Minute. Mit diesem Ergebnis sicherte sich PAOK die Tabellenführung, nachdem auch AEK auswärts gegen Olympiakos mit 0-2 verlor. Panathinaikos hat nun 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und keine rechnerische Chance mehr auf die Meisterschaft. Nach dem Spiel sagte Terim: "Wir sollten das Ergebnis nicht nur als 1-4 Niederlage sehen. Wir haben verloren, das müssen wir akzeptieren. Ich gratuliere PAOK. Was das Spiel angeht, müssen wir am Ende der Saison einige Dinge besprechen. Wir haben noch das Spiel gegen Olympiakos und das Pokalfinale vor uns. Daran müssen wir jetzt denken. Wir haben das Tor zu spät gemacht und waren im letzten Drittel nicht gut genug. Wir haben einiges richtig gemacht, aber individuelle Fehler haben immer wieder zu Gegentoren geführt. Wenn wir in Rückstand geraten, beeinflusst das unser Spiel sehr. Dafür gibt es keine Ausreden. Ich habe einiges gesehen, aber zuerst kommt das Spiel gegen Olympiakos und dann das Finale gegen Aris. Am Ende der Saison werde ich den Fans von Panathinaikos alles erklären." Die Trennung von Fatih Terim bei Panathinaikos ist offiziell. In einer Erklärung bestätigte der erfahrene Trainer seine Entscheidung. "Seit Dezember letzten Jahres haben mein Team und ich bei Panathinaikos mit aller Kraft daran gearbeitet, die Saison 2023-24 als Meister zu beenden und den Fans die erste Meisterschaft seit 13 Jahren zu bescheren. Gestern Abend haben wir Bilanz gezogen und festgestellt, dass unsere Pläne für die Saison 2024-25 nicht übereinstimmen. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Zusammenarbeit nicht fortzusetzen." Bereits in der Nacht hatte die griechische Presse über die Trennung berichtet. Laut Sport24 war die Entscheidung, sich von Terim zu trennen, das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem türkischen Trainer und Vereinspräsident Yannis Alafouzos. Beide seien sich einig gewesen, dass es das Beste sei, die Zusammenarbeit jetzt zu beenden. Für die letzten beiden wichtigen Spiele gegen Olympiakos und das Pokalfinale gegen Aris übernimmt Christos Kontis das Traineramt. Die Trennung von Fatih Terim markiert ein turbulentes Kapitel in der Geschichte von Panathinaikos. Trotz hoher Erwartungen und anfänglicher Hoffnung gelang es Terim nicht, die Mannschaft zum Erfolg zu führen. Nun liegt es an Kontis, die Saison positiv zu beenden und den Fans von Panathinaikos zumindest einen versöhnlichen Abschluss zu bieten. Wie findet ihr diesen Trainer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo.